Willkommen bei Gekocht, der beste Kochchannel auf YouTube. Wir sind auf dem Weg nach Weißenfels in die Forellenzucht und gucken uns da mal heute an, wie die Fische aufgezogen werden und dann nachher bis auf den Teller kommen. Im zweiten Teil des Videos zeige ich euch dann, wie ich so zubereite und dann halt ein schmackhaftes, es wird rot, ein schmackhaftes Essen wird. An der Kamera heute unser Jan und weil ohne wird das halt nichts hier. Wir sehen uns gleich im Forellenhof wieder. Bis gleich. Herzlich willkommen, wir sind angekommen. Fischhof Weißenfels. Auf geht's, wir gehen mal rein. So, nun sind wir da hier bei dem Fischhof und jetzt gucken wir uns mal die Anlage an, wie die Fische aufgezogen werden. Viel Spaß. Ich muss sagen, das ist echt geil hier. Also wer hier aus Sachsen-Anhalt kommt, in Weißenfels, gerne mal ein bisschen seine Zeit verbringen möchte. Voilà. Hier im Hintergrund sieht man jetzt einen von zwei Becken, wo die Angler natürlich in ihrer Freizeit herkommen dürfen und ihre Fische angeln. Und ich finde die Anlage wirklich sehr gepflegt und idyllisch hier. Hier kann man seine Nachmittage total verbringen. Wie alt sind die jetzt? Die sind ungefähr im Monat. In dem Becken hinter mir sind einen Monat alte Karpfen, Spiegelkarpfen drin, die halt in dem Becken von klein auf groß gezogen werden und dann umgesetzt werden in die anderen zwei Becken, die ich euch vorhin gezeigt habe. So ein sogenannter Löffelsturm. So, wie alt ist der jetzt hier? Der ist jetzt ungefähr im Monat. Ein Monat. Ja, geil, ne? Geile Sache. Ups! Ja. Und weiter zurück. Haben wir noch. Und dann werden wir den kleinen Bär hier erwischen. Da hängt. Sonst ist normal alles voll. Ja. Mhm. Ja. Ja, da ist ein bisschen aufgeregt, der Kollege. Ja. Ja. Ja, in 4 Jahren schlachtreif. Guck an. Tja, so werden sie groß gezogen, ja. Ja. Wie gesagt, auf dem Fischhof hier im Weißenfels werden die Fische nicht nur von klein auf groß gezogen und an die Kundschaft zum Angeln angeboten oder halt ausgenommen schon zum Weiterverkauf verschickt, sondern werden halt auch veredelt und in kleine Konservendosen und Dosen, Schachteln, wie auch immer, natürlich hier in der Küche auch entzubereitet. Wer halt Lust hat, hier vor Ort was zu kaufen, kann gerne vorbeikommen und hier eine tolle Delikatesse erwerben. Und hier in dem Raum werden natürlich dann auch für die Weihnachtsproduktion die Fische geräuchert und die ganzen Karpfen dank Bandsäge, die kann man auch gleich mal zeichnen, auseinandergeschnitten, weil es wird körperlich einfach menschlich nicht mal geschafft, das zu bewältigen, diese Massen. So, hier stehe ich an der Bandsäge, wo die Karpfen und allgemein größere Fische auseinandergenommen werden. Hier können wir mal reinschauen, dieses Gerät
bewältigt so einiges. Also so schnell hätte ich das nicht in die Richtung. Ja? So schnell hätte ich das nicht in die Richtung. Ja? Nee. Ja, also du machst das tagtäglich. Ja. Ja. So, hier seht ihr mal das, was in der Küche produziert wird. Hier die Räucherware. Und das Abgepackte. Dann machen sie ja noch Tafelmärkte dich. So, da haben wir es. Wie gesagt, hier schön Verkauf im eigenen Imbiss. So, hier sind wir an den Zuchtbecken, wo die Fische natürlich sortiert sind nach Arten. Hier haben wir jetzt bei der Lachsforelle sind wir jetzt hier. Zweieinhalb Kilo Lachsforelle. Ja. Besser kann man es nicht haben, bei einem Fischer geht es dran. Die nehmen wir auch zum Räuchern ganz, ja. Weil auch viele bestellt wird in Räucherei. Und ich muss auch sagen, das was hier gemacht wird, das ist Knochenarbeit und das ist das, was viele von euch da draußen vergessen. Ja, ihr kauft im Laden das fertige Produkt, aber was dahinter steckt, das sieht man ja gerade hier. Von der kleinen Zucht bis hoch bis zum fertigen Produkt einwandfrei. Ja. Ja. Ist das denn jetzt hier die Fische? Hier, guck mal. Hier, guck mal, das ist ein Riesenapparat. Das ist noch nicht gepresst. Was ist das hier? Das ist ein Wachstums. Die Krallen. Die Wachstums sind nicht fertig. Und wie viele Kilo sind das jetzt hier? Das sind ungefähr 8er. Das sind 15, 20 Kilo. 15 und 20 Kilo. Und ich sag 8. Haha. Bisschen verschätzt, oder? Keine Sache, was man hier erlebt, ist schon echt stark. Aber sind die nach 100 Jahren noch genießbar? Also schmecken die noch genauso, wie wenn sie jünger sind? Das wächst vielleicht noch besser, als das besser durchwachsen, aha, als wie bei den Jugendtieren. Ja. Ja. Das macht man auch im Ofen, wenn die zwischen 4 und 5 Kilo, ja, da wird es gleich langsam braun. Dunkelbraun, wie bei einer Handkraft. Mhm. Ja. So braun wird es, ja, nicht durchwachsen. Ja. Das ist interessant, echt. Ja. Also wen es interessiert, kommt mal hier nach Weißenfels, das ist der absolute Hammer. Weil der Rest ist alles jetzt Stör hier. Nee, weil ich sehe jetzt immer so die Schilder hier Forelle und ja, und das hat mich was gesagt. Das hat mich was gesagt. Das ist echt so. Aber lange ist ja. Ich muss hier erfüttern. Ja. Und dann sagte vorhin noch Fischbecken sauber halten, Algen entfernen, bevor die nächste Lieferung kommt oder. Ja, ja, das ist dieser Arbeit steckt dahinter. Das muss desinfiziert werden. Mhm. Ja. Mein Jan passt ein bisschen auf hier, nicht wenn du mir noch hinstürzt. Der Computer rein hier. Ah, verlebt automatisch. Da ist ja wie so ein Rekord dran hier. Mhm. Ist es? Super. Ach, und da schiebt er das da hinten. Das läuft automatisch vor. Aha. Das läuft 12 Stunden. Ja. Sag mal, das ist hier so Schweizer Uhrwerk oder was? Das läuft so alleine, ohne Batterie. Alle, ne? Ohne Batterie. Eine Techniker. Das Band wird automatisch hintergezogen. Ich wollte ja sagen, was für Faule, aber nee, das ist schon was Tolles. Ja, dann wird das Band automatisch hintergezogen. Ja. Und da fängt die Uhr an zu lösen. Ach, das wird offiziell. Und da wird es automatisch hintergezogen. Ach so. Ja. Dann ist auch so zwischen 10 und 15 cm sind. Mhm. Ja. Die verstecken die Uhr auch nicht jetzt bei der Wärme. Ja, auch den Fischen wird es zu warm und sie verstecken ja sich. Ja. So. Das sieht man weg, weil die alle unten hängen. Ja. Ja, weil dort ein Grund hier ist. Ja. Ja. Karpfen gehen nach unten. Das haben wir jetzt schon mal gelernt. Die großen Dinger drinnen. Da haben wir die Weibchen hier drinnen haben und die Männchen hier drinnen. Mhm. Ja. Wie ist denn das jetzt vom Futter her? Wie viel Futter brauchen die am Tag? Also das wird nach Menge eingeschätzt. Nach Menge der Tiere oder des Beckengrößen? Nein, nach Menge der Tiere. Aha. Ja.
Und dann macht er zweimal in der Woche gefüttert, das ist meistens Dienstag und Freitag. Mhm. Ja. Weil die auch zwischendurch geeignet passen. Da sieht man hier auch einen Unterschied. Da ist ein Alten dran und hier haben sie abgefressen. Ah. So hoch wie es geht dann. Also die ernährst halt auch durch die Algen. Stoffe im Wasser. Ja. Okay. Also nicht nur für den Zusatzfutter. Ja. Und was kommt da so in das Futter rein? Die 4-5er ist mal gefüttert, 8-5er, 6-er gefüttert. Aber es ist halt ökologisch. Ökologisch, ne? Da wird auch geprüft. Geprüft, ne? Ja, da wird auch geprüft, das Futter. Ja. Was da Inhaltsstoffe drin sind. Ob das auch Sinn hat, das zu füttern. Mhm. Dass keine Fremdstoffe drin sind, so ungefähr. Ja? Okay. Ja, da wird alles geprüft. Da gibt es extra Prüfer bei uns hier vorbei. Und da wird alles geprüft. Also die Auflagen sind auch sehr hoch. Nicht nur für die, die es kaufen. Auch für die Fischbetreiber. Ja. Rüdiger, ich bedanke mich für deine offene Art. Und dass du so viel Zeit hast. Ne? Ich war schön mit dir. Ich habe zu oft was gelernt. Ja, ich bin auch schon 6 Jahre hier, aber ich habe Erfahrung gemacht. Sehr schön. Mit Fischen. Das ist gut. Ich bin super gelernter Kläger. Wunderbar. Das war ein kleiner Auszug aus Weißenfels der Fischernahre. Ne? Wir fahren erstmal nach Hause und bereiten diese schönen Forellen zu. So, wenn wir schon einmal hier sind, gibt es natürlich den Backfisch obendrauf. So, das war der Einblick hier im Weißenfels zur Fischerei. Ich bedanke mich für die ganzen Eindrücke und vor allem bei den Betreibern dieser Anlage. Es war eine tolle Sache. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.